Ja. Hose. Lololol. Sorry, mein Minecraft läuft jetzt auch mit einer erheblichen höheren Framezahl. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, woher kommt das? Warum läuft dein Minecraft auf einmal während der Aufnahme bei 130 Frames? Manchmal höher, manchmal etwas niedriger. Das liegt daran, erstens, die Welt ist jetzt etwas erkundet. Vielleicht liegt es auch ein bisschen am Texture Pack, aber es liegt wahrscheinlich vor allem daran. Und zwar, ich nehme jetzt auf mit einer kleinen Bildschirmauflösung. Also nicht meine eigene Bildschirmauflösung, sondern die Auflösung von der Aufnahme ist jetzt kleiner. Wer nicht unbedingt weiß, was ich damit meine, und zwar, man kann ja bei Dingen so toll einstellen, bei DxTory, ich will jetzt keine Werbung machen für das, oder vielleicht doch, es ist ja gut, also, nein, auf jeden Fall, DxTory ist eigentlich, ich muss sagen, echt mein Lieblingsaufnahmeprogramm. Es bietet Möglichkeiten zum Einstellen von der Auflösung, es gibt zwei Audiospuren, was natürlich jetzt bei Premiere Pro, wenn man Premiere Pro rendert, nicht ganz so vorteilhaft ist. Ja. Aber so im Großen und Ganzen finde ich echt Premiere, Premiere Pro, mein Ding, DxTory wirklich am vorteilhaftesten von zum Aufnehmen. Also wirklich vor allem, okay, man kann auch bei Fraps seine Einstellungen einnehmen, aber man kann bei DxTory wirklich halt auch noch entscheiden, mit welcher Dateigröße, also wie groß die Datei sein soll. Also mir ist es jetzt eigentlich scheißegal, wie groß die Dateien jetzt sind unbedingt. Weil wenn ich die Dinger render, dann habe ich sie wieder weg von der Festplatte. Also ich lösche meine Originaldatei, nachdem ich gerendert habe. Und da muss ich halt nicht unbedingt jetzt irgendwie dann meine Festplatte unnötig zuhauen, nur damit ich die Originaldateien behalte, die ich so oder so nicht brauche. So, ja super, jetzt darf ich erstmal wieder Steinhacken gehen. Oh ja, super, ich habe nicht mal eine Spitzhacke dafür. Yay. Fängt ja mal wieder super an. Erstmal hier ohne Tools. Ich mach das jetzt hier einfach zum Steinbruch. Ja, ich weiß, so Steinbruch ist jetzt wahrscheinlich übelst langweilig für euch Zuschauer. Aber auf jeden Fall, wie schon gesagt, wer selber aufnehmen will, oder schon aufnimmt und irgendwie Fraps oder sowas verwendet. Ich weiß, also Fraps, es wird ja von manchen, wurde es so gehypt und so, nicht nur von manchen, von einigen. Ich habe eine Zeit lang auch mit Fraps aufgenommen. Ich habe es auch eigentlich immer noch drauf, aber ich benutze es selber nicht mehr, weil ich es jetzt hingekriegt habe, für alle Programme DxTory richtig einzustellen. Und wirklich, es wurde ja ein wenig gehypt, also wenn man es Hype nennen kann. Aber naja, ich weiß nicht. Im Nachhinein sehe ich scheiße. Ich habe so ziemlich viel Zeit beim Video fuck, Gesundheit. Zu mir selber. Yay. Woo. Nein. Also im Nachhinein habe ich echt so scheiße viel Zeit mit diesem verfickten mit dem verkackten Zusammenfügen von den Videodateien, die dann im Endeffekt übelst groß waren, noch im Vergleich. Okay, die sind fast so groß wie meine DxTory-Dateien. Bloß, dass die über 100 GB zum Teil gehen, weil es eben halt eine einzige Aufnahme ist. Aber eigentlich so, gesehen, DxTory, meine große wahre Liebe beim Aufnehmen. So, und wir können uns jetzt hier erstmal wieder Eisen verdienen. Für Eisentools, natürlich. Was sonst?
Ey, oh, Mann. Ich bin so ein Minecraft-Pro. Spielt zwar das Spiel schon irgendwie über ein Jahr lang. Nicht nur über ein Jahr lang, über 2 Jahre fast. Aber hab's immer noch nicht drauf. Das sind die wahren Minecraft-Pros. So, damit es irgendwie noch halbwegs aussieht. So, der Grasboden ist hier auch schon fast komplett gewachsen wieder. Wenigstens etwas. Alter, Huhn. Verpiss dich mal. Alter, dieses Huhn. Das will mich echt verarschen. Der letzte Stein. Könnte irgendwie so eine Story werden. Der letzte Stein. Geschrieben von deiner Mutter. Scheiße. Egal, gehen wir erstmal wieder weiter Stein kloppen. Ja. Schule hat jetzt auch wieder bei mir angefangen. Es ist eigentlich gerade hier Montag. Ja, Montag. Ich sage bloß nicht welcher Montag. Die letzte Aufnahme. Ich muss echt sagen, die letzte Aufnahme war Anfang in Bayern der Sommerferien. Das ist so Anfang August. Jetzt haben wir fast schon Mitte September. Über einen Monat habe ich nicht Minecraft aufgenommen. Das liegt vor allem daran, dass ich eigentlich entweder so viel auf Lager, also ich habe 7,5 Folgen auf Lager gehabt, oder 7,25 eher. 7,25 Folgen Minecraft. Dann hatte ich noch nebenbei ab und zu mal Battlefield, nebenbei ab und zu mal MW3 Multiplayer Gameplay. Und dann noch natürlich dieses dauerhafte Let's Play, was natürlich auch hochgeladen werden will. Weil es gibt ja Leute, die wollen nicht nur Minecraft sehen, es gibt auch Leute, die wollen noch was anderes sehen. Aber es gibt auch Leute, die wollen nicht MW3 sehen, sondern Minecraft. Und dann sowas, wie sich ja bei der Abstimmung gezeigt hat. Es gibt natürlich Leute, die auch noch was anderes sehen, aber der Großteil will wirklich Minecraft und MW3 sehen. Und daher kommt wahrscheinlich halt das, dass ich dann 2 Videos wahrscheinlich in der Woche hochladen werde. Entweder sind es Minecraft und MW3 oder halt irgendein Gameplay und Minecraft oder MW3. 3 Videos in einer Woche sind bei meinem, bei meiner Internetleistung und bei meiner Zeit unter der Schule, also unter der Schulzeit, wohl kaum möglich. Auch in den Ferien ist es mir kaum möglich, weil ich ja doch nebenbei irgendwann mal zocken will und das Rendern dauert eine halbe Stunde, zumindest mit Ding, mit Premiere Pro bei einem 18-Minuten Video. In Sony Vegas mit einem 15-Minuten Video braucht man das Dreifache. Das ist ja auch schon wieder der Unterschied. Und ja. So, und ich tue hier mal an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Bis gleich, Leute. Ciao. Ja, hi, Leute. Und wir finden uns hier wieder zurück bei Minecraft. Und diesmal sind wir an einer etwas anderen Stelle. Unser Inventar sieht auch ein wenig anders aus. Ja, nachdem ich jetzt schon wieder den dritten Anlauf versuche, der erste ist gefail. Der erste hat super funktioniert. Da haben wir auch weitergespielt. Ja, dann ist da auf einmal die Aufnahme abgeschmiert. So, die Welt hatte ich natürlich nicht gespeichert. Durfte ich dann weiter aufnehmen.
an einem anderen Standpunkt. So, dann dachte ich mir, okay, baue ich jetzt weiter. Und dann, was passiert? Sofort in dieser Aufnahme Schmidt schon wieder ab. Also, ich weiß nicht, was da los ist. Also, wir waren hier gerade an der Allee zu bauen. Beim Bauen. Also, bei dem Teil, wo ich jetzt war, war bis jetzt. Ihr wart natürlich jetzt nicht mit dabei, was ziemlich scheiße ist, auch für ein Let's Play. Aber es waren vielleicht gerade mal eine halbe Stunde, vielleicht maximal eigentlich. Der Großteil war so da so nur langweiliges Steinhacken. Deswegen, so viel habt ihr eigentlich auch nicht verpasst. Steinhacken, war ein bisschen Fell rumgelaufen und sowas. Also mit zwei Bildschirmen, ich sag's euch, es ist schon leicht angenehmer. Vor allem beim Let's Playen. Aua. Vor allem, man sieht halt, welche Musik im Hintergrund läuft. Man kann so ein bisschen alles überwachen besser. Bei der Aufnahme natürlich ein Nachteil hat's. Und zwar, die Grafikkarte wird natürlich mehr beansprucht. Und da meine Grafikkarte anscheinend so oder so nicht sehr gut ist. Okay, die GTX 560. Man kann nicht drüber streiten, ob sie gut oder schlecht ist, aber naja, ich finde sie nicht so den Brille. Für 300 Euro nur 1 GB Speicher. Also nur 1 GB Grafikkartenspeicher. Naja. Ich weiß jetzt eigentlich so gar nicht, mit was ich. Ach stimmt, ich habe ja in der letzten Folge einfach aufgehört mit dem Satz. Ich schließe jetzt meinen Bildschirm an, bis später oder so. Ja, und daraus wird dann nichts. Daraus wird dann eher mehr so, scheiße, warum muss die Aufnahme jetzt failen und so. Jetzt kommt hier so Trauermusik oder was. Also ich mag die Playlist trotzdem, aber irgendwie ab und zu ist so Zeugs drin, da fragt man sich, was da. Und ja, jetzt läuft's mit über 200 Frames. Ziemlich nice. Ab und zu sagt's mal unter 200. Aber gerade eben läuft's mit über 200 Frames. Mit zwei Bildschirmen war es dann bei 100 Frames, glaube ich, oder so. Und da ist es dann auch die ganze Zeit abgeschmiert. Also nicht die ganze Zeit, aber da ist es dann abgeschmiert. Hintereinander. Es hat dann auch immer für so eine halbe Stunde funktioniert, aber dann ist es abgeschmiert und dann war es weg, also die Aufnahme. Wo ich da eigentlich wieder den Vorteil bei Ding finde, bei Diamanten, bei Ding, wie heißt das gleich nochmal, bei Fabs. Auch wenn es nicht wirklich viele Vorteile sind. 4 Diamanten, Leute. Fangen hier echt schon gut an. Auch wenn nicht sehr viele Vorteile für Fab sprechen. Das finde ich doch schon einen erheblichen Vorteil zum Teil. Natürlich, normalerweise sollte es dir während der Aufnahme auch nicht abschmieren. Deswegen ist das eigentlich auch wieder unnötig, dieses Feature. Aber rein theoretisch für Leute, bei denen es doch mal ab und zu abstürzt, ist das doch ein ziemlicher Vorteil. Ja, ich weiß, ihr findet das jetzt garantiert wieder so ultra spannend. Wie ich hier die Kohle abbaue und so. Hört sich so ein bisschen nach der Sims 3 Musik an.